Dank. Aber dann ist ja in den 90er Jahren noch was Neues dazugekommen. Du bist plötzlich Moderator geworden, das deutsche Fernsehen hat sich gehört, das bayerische Fernsehen. Ja. Und du bist Nachfolger geworden vom Rudi Carrell. Und da haben sie ja viel gefragt, packt er das, der Fendrich? Aber du hast das gut gepackt, das ist 4 Jahre lang mit großem Erfolg. Ich bin da angstfrei hineingegangen, allein weil schon alle meine Kollegen, der Wolf, gesagt, bist du aber, das kannst du nicht machen. Der Ambros? Ja. Hast du dein ganzes Image zusammen? Hat der Wolfgang gesagt. Und dann hat er gesagt, wie ich aufgehört habe, habe ich gesagt, bist du, da kannst du nicht aufhören, das ist ein guter. Und ich habe das am Anfang nicht, aber es hat riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war eine super, ich habe ja vor einigen Tagen, so 20 Jahre, der beste auf Herzblatt, habe wieder das alte Team getroffen. Es war wirklich ein sehr sentimentaler Augenblick. Aber es ist halt, allein wenn ich meine Sarkozy-Idee damals angekommen habe, das ist furchtbar. Ja. Aber sonst war es eine schöne Zeit, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Du hast das 4 Jahre, glaube ich, gemacht, gell? Warum 3 Jahre. Warum hast du dann aufgehört? Es war irgendwie die Luft heraus. Es war dann auch irgendwie programmtechnisch und irgendwie das ist dann länger geworden und ich habe eigentlich mehr wieder Theater spielen wollen. Ich muss immer nach einer gewissen Zeit, muss ich wieder was anderes machen. Und ich habe Filmangebote gehabt, ich habe dann mit Peter Weg ein paar Filme gedreht, habe wieder Theater gespielt, Musicals, ich habe Kiss Me Kate gespielt, in Wunsiedel. Ja. Nein? Das war jetzt allerdings vor ein paar Jahren. Ja, Wunsiedel ist super. Schön da. Also muss ich sagen, Riesen-Open-Air-Bühne. Ja, super, ganz toll. Was natürlich blieb ist, seit der Zeit bist du in fast allen deutschen Haushalten bei den weiblichen Mitgliedern der Haushalte einfach der Mo. Wie geht man damit um? Der Mo? Der Mo, der es war, wenn es der eigene nicht war. So das Weichei oder was? Das ist eh die Frage. Naja. Das ist eh die Frage immer gewesen. Also das war immer die Diskussion so im Freundeskreis. Ist das wirklich ein Macho, der Fendrich? Oder ist er eigentlich ein verkappter Frauenversteher? Verstehe nicht, aber was bleibt da über? Also ich würde gerne Macho sein, aber meine Freundin lässt mich nicht. Die lässt dich nicht. Wie äußert sie das? Wie äußert sie das? Ich komme nicht zu Wort. Ich kann nur ein Beispiel aus der Tierwelt nehmen. Wenn ich auf war, ja, wollte ich immer ein Berggorilla sein, aber ich habe es nur bis zu einem Schimpansen geschafft. Aber Schimpansen sind intelligenter. Ne? Ja, ja. Aber auch durch Trieb, ne? Jetzt, was du sagst. Ja. Aber du wirst sicher wissen, wie ich auf das Lied gekommen bin. Ne? Ja. Also das, es war, ich muss wirklich, es war 85 habe ich es geschrieben, 86 ist dann rausgekommen. Das war ein Zufall. Also, ich sitze im Flugzeug und blätter so in meiner Brigitte. Was ist da lustig? Ein Mann, der von Frauen was verstehen will, muss die Brigitte lesen. Okay, also es sind wunderbare Kochrezepte, da drinnen koche ich auch sehr gern. Und auch diese Psychotests sind ein Wahnsinn. Die da bin ich ja wieder totale Total in der Psychotest. Ich weiß zum Beispiel, ich bin nicht lesbisch. Ja. Das wollte ich nicht sagen. Und da war es plötzlich drinnen gestanden, der Softie ist out, der Macho ist in. Also wieder Lederjacken. Und da ist er auch damals, ich bin ein großer Verehrer vom Arnold Schwarzenegger, nicht? Und der war damals auch mit Conan und mit diesen ganzen Muskelfilmen und dann diese Testosteron geschwängerte Stimme. So, ich freue mich. Dass ich auch einmal das deutschsprachige Publikum für meine künstlerische Tätigkeit in Hollywood interessiert. Oder wirklich, weiß ich nicht. Ja, wir trauen da gerade den Terminator. Das ist wieder so ein Movie, mit dem ich mit iPod verdienen werde. Lieblingssatz ist von ihm, die Kids müssen immer so lachen, wenn ich mit meiner Pumpgun dem Verbrecher Xendl den Scheitel wegblasen tue. Und da ist dieses Lied entstanden. Macho, Macho. Macho, Macho. Du gibst dir Tempo vor, gell? Ich gib's dir Tempo vor. Er hat einen Hintern wie Apollo. In seinen Hüften schwingt er lang. Seinen Charme wie René Collo und einen Blick wie Jim
ist klar. Du bleibst dein Leben lang ein Todel, hat ihn der Lehrer oft geneckt. Hei, diese Unterhosenmodel, ein Macho und ein Lustobjekt. Macho, Macho, kannst du lernen, Macho, Macho, nur ist mal sein. Macho, Macho, sind fast immer früher dabei. Macho, Machos, fremdgefährlich, Macho, Machos, haben was los. Man fühlt sich Macho, ist der Andrang voll so groß. Die Mutter ruft ihn heut noch Seppa, doch seine Freunde sagen mehr mit. Er war zwar in der Schule ein Deppa, aber das stört die Damen nie. Schon wieder kommt eine Kanaille und greift ihm lustig ans Gesicht. Kein Wunder, bei der Wespenteile wird jede Klosterfrau nervös. Macho, Macho, bleib mit Mode, Macho, Macho, stirb nicht aus. Macho, Macho, nimmt man gerne mit nach Hause. Macho, Machos haben für Neider, Machos haben für Fremd verloren. Sie sind leider um die Hosen blind gefahren. Sie liebt Schimanskis Mörder und liegt oft wach im Schafgemach. Der Gatte im Flanellpyjama vergreift sich nur am Tiefkühlfach. Sie träumt von Eros Ramazzotti und Julio Iglesias. Doch neben ihr der zahme Trottel sagt nur, gib Ruhe, jetzt wie sie was. Macho, Macho, wenn uns ja brennt, Macho, Macho, ein Genasse. Macho, Macho, siempre kommen de pastel. Machos buscan el peligro, Machos viven en la tienda. Tiene un macho para su decoración. Willst du behalten, Männerbrust, du nicht über den Brenner musst. Bei uns gibt's Macho, die sind Gacho, so wie die Frau aus Industrie und Adel verbeißt sich ins Tiroler Wadel, genauso gern wie die Herren aus Rimini. Dankeschön.